Hallo allerseits, hier ist Stricky bei Armored Warfare mit dem nächsten Skin, der sich an den Zweiten Weltkrieg so ein bisschen orientiert, und zwar der Desert Red Skin für den Challenger 2 ATDU. Jo, was soll ich sagen? Man sieht's ja. Und sieht sehr schick aus, ist im Gegensatz zu den anderen beiden Skins, die ich vorstelle im Moment, die ja beide grün als Hauptfarbe haben und auch kein wirkliches Muster, sondern eher dann noch Beschriftungen bzw. Hoheitszeichen. So hat hier dieser Skin eine schöne Tarnung drauf. Der basiert ja auf den Desert Reds, britische Einheiten in Afrika, die gegen das deutsche Afrika-Korps da gekämpft haben. Und ja, der Desert Red Skin wurde hauptsächlich auf diesen M3 Lee, diese britische Version davon, Grant hieß der, Grant, genau, ist praktisch so ein M3 Lee mit noch so einem komischen Turm vorne drauf. Sieht urig aus. In dem Artikel steht das noch genauer, da ist auch ein Bild von diesem Grant Panzer mit dieser Tarnung oder diesem Skin. Und die waren unter anderem in der Schlacht von El Alamein mit dabei. Und ja, was hier nicht so ganz steht, ist, dass die Desert Reds am Anfang ziemlich auf die Mütze bekommen haben. Aber das ist ja egal, das ist ja nur so ein Infoartikelchen. Da kann man sich ja, gibt es ja wirklich Fachliteratur über den Zweiten Weltkrieg, wie er in Nordafrika stattgefunden hat und so weiter. Das ist ja ein anderes Thema. Der Skin ist für mich das Schönste von allen drei, die dann bald irgendwie ins Spiel kommen. Wie die ins Spiel kommen, gute Frage. Was ich weiß, es wird ein Event geben und da sind diese Skins integriert. Ob man die im Rahmen des Events erspielen kann, was vielleicht die schönste Variante wäre, oder im Rahmen dieses Events erkaufen darf, was jetzt ja nichts Besonderes wäre, könnte man die auch im Shop tun. Das weiß ich jetzt echt nicht. Wenn ich es weiß, melde ich mich auf jeden Fall. So, wie gesagt, er sieht sehr schick aus hier. Ich gehe auch gleich. Ach, ich habe wieder den Fehler gemacht. So, wir machen mal hier. Die machen wir raus. Ne? Also, die Embleme habe ich mal rausgemacht, dass man nur den puren Skin sieht. Ne? Fahne ist dabei. Hier ist auch unser Desert Red. Doch, also gefällt mir wirklich am besten von den drei Skins, muss ich sagen. Wir gehen mal ins Gefecht. Achso, noch dazu sei gesagt, ich kann ja schon mal klicken, den gibt es leider nur für diesen einen Panzer, für den Challenger 2 ATDU. Ich hätte es für besser befunden, wenn man das für mehrere britische Panzer irgendwie gemacht hätte, aber naja. Oder so, wie das manchmal so ist, kaum hat das Gefecht begonnen, bin ich irgendwie aus dem Spiel rausgeflogen, hat sich alles erledigt gehabt schon mal. Deswegen, wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten im Gefecht. Man sieht die Statistik. Ich durfte am Anfang noch 3 Schüsse abgeben und dann war's das. Scheiße, ich verfahre mich noch. Deswegen versuche ich gar nicht erst da runter zu fahren. Ich fahre jetzt hier gleich auf die B4, B3 und rungs da alles weg. Weil, ist ja eh gleich vorbei. Das kann ich in Ruhe den Leuten da drüben überlassen. Das sind ja schließlich, wir sind ja im PvE, im einfacheren Modus. Sei denn, ich kann hier nochmal. Ach nee, ist das Gebäude dazwischen. Da guckt man hier mal lang. Was müssen wir hier zerschießen? Aufklärungstrucks, da kann ich doch hier. Genau, und da hinten muss noch einer sein. Ganz da hinten. Puh. Ich ping mal hier an. Wobei ich mich fast schon schäme, ist fast das ganze Gefecht nicht da gewesen und ping hier rum, ne? Das ist schon dekadent, sowas. Hallo Freunde! Ja, mein APS hat euch abgewehrt. So.
Ah, auf die Schnelle ein bisschen Schaden gemacht. Solange ich nachlade, kann ich ja mal hier gucken. Also sieht wirklich gut gemacht aus, dieser Skin. Mir gefällt er. So, wir fahren einfach vorwärts. Ich will den Truck noch. Ach, da hinten haben sie ja auch den einen Truck nicht mitgenommen. So viel zu den Nebenzielen. Oh, Ariete. Ariete ist weg. Oh, da ist ja mein Pong-Dong. Hupsi, hupsi. Oh. Immer schön reingerungst hier. So, da hinten wird noch. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Es läuft doch noch ganz gut hier mit dem Schaden. Es ist halt auch ein angenehm zu fahrendes Frontschwein, der Panzer. So, mal gucken da hinten noch. Kommt ein Ramcar. Fährt rückwärts, okay. Ist weg. Jetzt noch der andere Ramcar, der kommt bestimmt vorwärts, ja. Was ist das noch? Ein Sprut? Na, erstmal auf Sprutti. Zwei, eins. Auch immer auf meine Ketten, jetzt reicht's. So. Desert Red. Hab eigentlich nur die AP genutzt die ganze Zeit, ne? Oder AP-FSDS. Hier, ich habe noch Hash mit und Pisch. Ach, das brauche ich gar nicht mehr. So. Ah ja, es geht ja jetzt nicht um irgendein Gefecht und letztendlich ging es ja eigentlich nur darum, kurz diesen Skin zu zeigen. Der mir sehr gut gefällt, der beste von den drei. Wobei auch das amerikanische Grün, dieser Grüntyp, der gefällt mir auch gut. Diese Idee an sich, so ein bisschen an historische Tarnung sich anzulehnen, finde ich schon sehr gut gemacht. Also hat was. Es müsste nur halt ein bisschen für vielleicht ein paar mehr Panzer geben. Aber wir wollen ja mal nicht. Ja, keine Ahnung. Jetzt warten wir erstmal ab, wie man an diese Dinger rankommt. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Da sage ich auf jeden Fall noch Bescheid. Hier haben wir dann die Endgame-Stats. Und ja, trotz, dass ich fast das ganze Gefecht durch Spiel, Neustart und so weiter verpasst habe, habe ich mich noch ganz gut aus der Affäre gezogen. Der Armata natürlich überirdisch. Gut gebalanceter Panzer, auf jeden Fall. Und ja, das kann man mit dem Jelly machen, den fährst du einfach vorne rein, lässt dich beknallern und so, das ist also Desert Red, der Skin für den Challenger 2 ATDU, der bald irgendwie ins Spiel kommt und irgendwie zu haben sein wird. Meine Hoffnung ist ja, dass man sich in vernünftiger Art und Weise erspielen kann, so. Und das ist auch mein Schlusswort, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bleibt gesund. Bis dahin, euer Striggi.